Pyromanda. Donnerschlag sieht am coolsten aus. Knalle mag ich. Ach, keine Ahnung. Interbaba schreibt, er wird auch gern spielen, darf er nicht wegen der OP, aber dann darfst du doch auch kein Minecraft spielen, oder? Weil dann dürfte das für dich ja eh irrelevant sein, weil wenn du jetzt wegen OP du nicht Arme spielen darfst, weil klar, Bewegungssteuerung, aber bei Minecraft bewegst du ja auch mehr oder weniger den Controller. Klar, du tust nicht so würdest durch die Gegend werfen, aber du bewegst ihn, oder? Ich meine, wer kann einen Controller wirklich so halten, dass der es nicht bewegt? Das kann keiner. Genau, das kann gar keiner, wisst ihr? Mann, ich möchte mal den. Oh, danke schön. Tornado ist da. Danke dafür. Okay, ich bin natürlich der Profi-Armspieler, wie jeder schon sieht. An meinem Skill könnten sich manche ein Beispiel nehmen. Vor allem, dass ich genau weiß, wie die Bewegungssteuerung geht. Weil vor allem bei mir funktioniert. Ich mag das Greifen von der nicht so. Weil die nimmt den halt einfach und wirft ihn weg. Okay, ja, können Sie aber gerne jetzt noch den Rest dieser Global Testfire spielen. Beziehungsweise dieses Glob. Ich kann nicht reden. Dieses Global Test Punches. Oder Punches. Und. Also, in einer Minute ist es 21 Uhr. Ich glaube, ich bin jetzt aber offen, also, dass wir noch zwei, drei Runden spielen können. Ja, und hier kann man sich bewegen und sonst nicht. Das Logik. Ja. Aber ich finde, die Wartezeiten gehen erst schnell. Aber darüber besprechen wir gleich noch kurz, nach dem Testfeuerspiel. Okay. Jetzt hat, Und weil wir gerade hier vier Zuschauer zugeschaltet haben, Minecraft läuft ab 22 Uhr. Live hier auf wie Gamercounts. viel Zuschauer live, wo denn sonst? Okay. Ich habe gehört, ich kann mich nicht bewegen. Ah! Okay. Du? Okay. Ja, probiere gerade die Steuerung aus. Ja, ich erwarte, dass der zu mir kommt. Okay, das ist gerade sicherlich sehr interessant für euch. Denn ich. Ah! Okay. Okay, ich glaube, ich hab's. Endlich! Okay, ich hab die Steuer. Ich hab raus, wie man geht. Oh, warte uns da beiden am Abendsaal beginnen. Jetzt sind wir doch die letzte Runde. Okay, ich hab raus, wie man geht. Ja, natürlich, dann spiele ich noch gegen jemanden, der einfach die ganze Zeit nicht da ist. Ich hab raus, wie man geht. Warte, ich stelle mich vor ihn und dann. Soll ich einfach nur greifen? Okay. Okay, jetzt hier Action. Action, es wird so spannend. Oh mein Gott. Okay. Ich kann hier hinlaufen. Ha. Oh mein Gott. Nein. Das war ein knappes Match. Mit einem Leben habe ich überlebt. Wäre ganz spannend, ob wir jetzt noch eine Runde haben oder das ist wirklich the last final round ist. Aber an der letzten auf jeden Fall. Okay. Geht's noch weiter? Naja, kann schauen, ob die jetzt noch eine generieren oder ob es heißt offline. Also, so läuft man vorwärts und rückwärts geht nicht. Ah, okay, Ja, dafür wir müssen wir können noch schon. eine. Letzte. Vielleicht. Ich konnte jetzt noch drei spielen das letzte Mal. Aber wer weiß. Ui, der ist vergoldet. Der sieht gefährlich aus. Ich weiß nicht. Kann der was? Du kannst auch einfach verschiedene nehmen. Das finde ich immer am Ich habe auch die sinnvollsten. ganze Zeit zwei verschiedene. Ich habe immer die. Ich bin eine einzige Enttäuschung. Weil ich die ganze Zeit das gleiche spiele. Weil ich finde, das zweimal dieselben unnötig irgendwie, aber. Ja, ich habe auch nicht dieselben. Manche können mit den S gut arbeiten, das ist unterschiedlich. Okay, der ist schon ein Profi. Der sieht schon aus wie ein Profi. Der ist golden. Wie kann der denn kein Profi sein? Oh. Der gefällt mir nicht. Sieht mir irgendwie zu gut aus. Okay. Krieg ich dich einmal? Wäre natürlich ganz schön und.
Das Panzer ist erst nächste Woche auf das Witz. Also er ist jetzt normal Samstag und Freitag. Nein, ich wurde geschockt. Und Samstag und Sonntag, sorry. Und nächste Woche Samstag. Und Sonntag. Hallo. Oh, es wird vielleicht doch noch ein bisschen knapper als gedacht. Denn ich bin tot. Okay, ja, der hat halt seine Ulti. Konnte man jetzt leider nichts mehr machen am Ende. Also, ja, der war halt auch schon ein bisschen besser vielleicht. Naja. Ich glaube, eine Runde schaffst du noch. Ja, mit meinem leider in Arms nicht existierenden Skill. Vielleicht. Okay, so. Also, rückwärts läuft man. Okay, so nicht. Da blockt man. Wie alle Platz, sonst schaffst du keine Runde mehr. Wieso, ich hab's doch gedrückt. Was? Die eine Runde schaffst du noch. Ja. Wenn du plus drückst und zurückkommst. Wieso, ich muss ja nicht plus drücken, es wird auch so zusammengesucht. Guck, ich kann halt nicht rein gerade. Aufwärmen kann man immer währenddessen. Ah, okay, dann. Sorry. Okay, und jetzt könnte ich hier noch zack, zack, zack. Ja, okay, drehen tut man mit. Mit gar nichts. Vielleicht können wir auch einfach nicht mal rein. Kann auch gut sein, weil es schon 21 und 4 ist. Aber wir genießen die letzten Abendsmomente von diesem Slot zumal. Okay. Ja, ich finde gerade so langsam die Steuerung raus. Ja, von Anfang ist die erst verwirrend irgendwie, ne? Ja, du musst halt man. Vor allem wenn man nicht die, ich sag mal, Demo oder so. Nicht, was rede ich, Demo. Kein Tutorial gespielt. Aber hat. Wirklich Tutorial gab's auch nicht. Muss man dazu sagen. Man muss sich halt dann erstmal da anpassen. Und ich. Falls ich wundere, was ich gerade mache, ich warte hier, bis jemand beitritt. Oh, was tust du denn neben mir? Für die Server werden sie im Moment abgeschalten. Ja, deswegen. Oh! Oh! Okay. Ein Kampf geht es sogar noch. Volleyball. Das ist unerwartet. Das war wirklich der letzte, weil es sind 21.06 Uhr. In Tieren dabei sind die Server noch offen, aber okay. Was dann werde ich mit dem Kampf abgeschalten, ey. Cute. Und jetzt hat. Das ist Kampf des Volleyball. Wurde getrollt. Okay, ich bin noch. Ja, bitte nicht aufregen. Ich bin kein Profi in diesem Spiel. Also ich hab's mir durchgelesen, Intro Babo. Na, ich wollte gerade sagen, noch kannst du gewinnen, aber. Ja, noch kannst du gewinnen, aber. Ist halt unwahrscheinlich, ne? Aber ich bin Handball auch nicht gut, habe ich schon gesehen. Volleyball ist das aber. Ja, ja. Handball, Volleyball. Ist ja das gleiche eigentlich. Alles Ballsport. Okay. Und ihr seht schon, ich bin eigentlich schon fast ein ich Profi. Ich dachte, ich was lässt. Ja, ihr seht mal wieder, wie nett eigentlich David so in echt ist. Ja, hier im Privat erst bin ich ganz schlimm, das kann. Ich wollte nicht sagen, das kann meine Freundin nicht tätigen, aber das wird schwer. So, noch 5 Sekunden. Und ich werde noch. Oh! Oh, wenigstens hier Ehren. Oh. Ehren. Ha! Oh! Ausgeglichen, immerhin. 4-4. Läuft, ne? Ja. Das ist aber mehr Glück als was dann. Nein, war natürlich alles Skill. Ja. Okay. Dann. Und es ist auch in Ordnung, aber die werden die Server jetzt erst abschalten, wie man sehen kann. Nein! Ja! Server sind weg. That's it, ne? Schade. Und geh mal hier durch, weil da kann man sehen, was man im richtigen Spiel nämlich alles spielen kann. Da kann man Grand Prix noch spielen, Versu. Also Standardkampf ist quasi nur eine Sache. Rangliste, Freunde, Lokal und so weiter. Das ja. Wird definitiv ganz also, cool. Grand Prix gewinne 10 Kämpfe für ganz um ganz groß rauszukommen. 1-2 Spieler versus stelle deine eigene Regeln auf. Oh, mal sowas 4 spielen. Ein 4 Spieler Standardkampf bei deinem 2 nehmen Freundschaftskämpfen teil. Ranglistenkampf kämpfen um einen Platz auf der Rangliste, wie in Splatoon wahrscheinlich. So mit dem Rangkampf. Ein Spieler, Freunde. Tritt online gegen Freunde an, 1-2 also Spieler. Also wenn man Freunde hätte auf das Witz. Lokal tritt gegen Spieler in der Nähe an. Ja, das ist ja, Hilfe dann, kann man noch sehen, gehen wir auf Hilfe. Das kann man jetzt, glaube ich, sogar auch noch machen vielleicht. Dann gibt es hier noch Amtsdiagramm und... Hilfe, kannst du draufklicken. Geh mal drauf. Ja, da war nicht. Ich ja schon. Aber wir sind nicht in den Server abgestellt und das... Oh, das geht sogar. Hier, Modi und Regeln. Ah, da kann man jetzt die Regeln mal anschauen. Das kann man noch machen, wenn die Server offline sind. Das ist ja ganz schön.
Oh. Was gibt's denn alles so für? Also es gibt Volleyball. Jetzt erklärt. Basketball gibt's auch, ja. Basketball. Dann gibt es noch ins Schwarze, ja, da muss man nie abschießen. Dann 100-Kampf, okay. Ja, alle besiegen. Standardkampf, hab ich schon gespielt. Wow, Hilfe, Hilfe. Hey, soll das so gut? Nee. Also, Ranglistenkampf. Das sieht schon mal nice aus. Armes Depot. Cool, cool, cool. Also, es gibt echt viel. Ja, hier muss man die einfach da abschießen. Wollte gerade sagen, abäffen. Items, okay, haben wir auch schon die meisten gesehen. Dann dieser Schleimmann, okay. Ja, und muss man kaufen wieder. Cool, ne? Ja, was sagst du vielleicht, nachdem du das bis jetzt schon so eine halbe Stunde gespielt hast? Was hältst du bis jetzt so von Arms? Deine Meinung? Ja, also ich glaube, dass Arms sehr, sehr gut werden kann und so. Also, das es könnte ein potenzieller Hit werden, zum Beispiel auf das wird. Ich denke, es wird sich auch sehr, sehr gut verkaufen. Wird jetzt wahrscheinlich nicht gleich das meistverkaufteste Spiel, aber wird sich auf jeden Fall gut verkaufen. Nur, finde ich die Steuerung am Anfang so, also keine Ahnung, zum Reinkommen ein bisschen schwer, wenn man gleich mit allen Elementen zugeworfen wird. Dann auch mit der Bewegungssteuerung, das meine ich ja, das ist das. Zum beim Controller fühlt es mir echt viel leichter. Also, ja. Ja, aber ich würde mal vermuten, dass es dann schon ein, Dings. Ein Tutorial gibt für, wenn man das Spiel dann kauft. Ja, ja, natürlich, war ja auch bei Splatoon. Aber bei Splatoon war auch bei der Testfeier ein Tutorial dabei. Da war doch auch am Anfang. Also ich hab's, ich weiß nicht bei der. Nee, nicht wirklich. Da wurde nur ganz kurz die Steuerung angezeigt, aber ein kleines, was du gleich sehen willst, kann die Party zeigen. Ja. Ja, ne, das war's jetzt, würde ich fast sagen, fürs erste, Leute. Ne, 23 Uhr geht's weiter mit, 22 Uhr, je nachdem, wie wir es schaffen mit dem Pool, was wir jetzt machen müssen. Guck mal, was der Schleim ist, Hilfe. Wär cool. Beängstigend. Ihr werdet es dann zum Sehen, also es kommt auf jeden Fall Minecraft innerhalb der nächsten 1,5 Stunden, könnt ihr gerne mitspielen. Spielst du für Switch oder Wii U dann? Wii U haben wir halt eine, Community-Welt, bei dem wir spielen wollen. Weshalb ich jetzt Community sagt. Jetzt tue ich nochmal ganz schnell für Intro-Babo zeigen, dass wir Freunde auf das Witz haben. Weil er wieder mit so einem Spruch ankommt, wenn wir Freunde hätten, wäre der Freundesmodus cool. Schaut erstmal meine Switch-Freunde an, meine Lieben. Hey, mir mal. Geh mal hoch, der hat mein YouTube-Icon. Der Test-LP in YouTube. 4, 8, 12. Du hast zu viele, David. 16, 20, 24, 38, 36, 44, 48, 48 Freunde, aber es wird mehr auf der View. Nee, ich habe am Anfang einfach alle angenommen und ich glaube, das höchste ist 500 oder so. Ja, er addet halt einfach erstmal alle. Ja, damit Freunde hat. Da kann ich sagen, ich habe Freunde. Wenn ich in Real Life, dann wenigstens hier. Ach man, ich bin kein Freund. Ich bin ein mieser Verräter. Muhahaha, hier. Das kann man auch noch später spielen. Just Dance Demo. Okay. Nee, also Leute, ne, bis später. Ja, bis später. Ah, mach Vlog, was ihr macht, soll ich schreiben. Also einen Vlog zu machen von all die Pool aufbauen, ist glaube ich ein bisschen kompliziert. Aber ich kann euch vielleicht mal ein Bild zeigen irgendwann. Egal. Also, ciao Leute, bis und später. Warte, ja? Noch ein bisschen Eigenwerbung. Guckt bei Mr. Unterschied Snowfall. Keine Eigenwerbung mehr. Wir sind dann nicht Lidl. Ja, jetzt ist es an. So. Ich spiele am Mikro rum. Er wollte meine Eigenwerbung wegmachen. Nein. Eigenwerbung ist scheiße. Ich mache keine Eigenwerbung. Das ist scheiße. Ja. Produktplacement. Product Placement. Ja, keine Eigenwerbung. Ist immer scheiße. Okay, dann. Ja, könnt ihr mal über ihn. Könnt ihr noch mehr Videos von ihm angucken. Also, macht auf jeden Fall Spaß. Ihr könnt auch beim nächsten. Ich weiß nicht. Also, machen wir dann nochmal einen Livestream oder nehmen wir dann die nächsten. Arms auf. Warte, was hast du mich gefragt? Nehmen wir dann bei Arms auf, die nächsten, heute in den zweiten. Ja, das ist ein gutes Thema. Jetzt geht's auch so ein Mikro. Ja, den 2 Uhr Slot hat mit den Slotchen, den nehmen wir nur auf, machen wir schön mit Facecam, also ist immer nicht mit Facecam. Das ist schöner, bessere Grafik, aber morgen tun wir den 20 Uhr Slot wieder live streamen. Und wie gesagt, um 22 Uhr ungefähr Minecraft. Also, bis später. Bis später. Ciao, macht's gut. Haut rein.